große Baustelle und so. Erstmal nervt uns das natürlich total, weil wir noch der Lebin ist, aber man will jetzt schon gegensteuern und über uns Geld verdienen. Wir geben ja nicht die Wohnung frei und man hat dadurch hier viele Verluste und so. Ich möchte allen sagen, es ist Schluss. Ich habe dieses Haus übernommen. Keiner tut hier Meldung. Das lasse ich mir hier von Ihnen nicht bieten. Ich werde aber schön durchtreten. Das können Sie aber wissen. Jeder ist hier dran. Die sind hier alle so abgezockt, möchte ich mal jungen Leuten sagen und so. Ihr Instinkt sagt schon, dass sowas verkehrt ist. Sie ziehen das hier einfach durch und wollen beweisen, ja, hier ist ja nichts und keiner tut uns was. Das ist doch nicht normal hier. Und wir wissen hier nicht, was los ist. Und die schlagen da unten mit Vorschlaghammer da die Holzwand ein. Wissen Sie, wie laut das ist im Hausflur, auch wenn seine Etage tiefer ist und wir haben doch einen Vorhang vor alles. Wir dachten, das ist an unserer Tür. Ist doch normal. So, und wir, dann ist totale Pause, dann gehen wir los. Und auch damals wussten wir nicht, dass wir unter Heroin sind. Dann mache ich oben gerade die Tür auf, dann fangen sie wieder an zu ballern. Ich habe einen Schreck gekriegt. So, dann habe ich natürlich gleich die Kamera angemacht. Also ich war noch im Flur. Dann fingen sie wieder an zu ballern. So, dann habe ich die Kamera angemacht und dann war wieder Ruhe. Dann haben sie nicht gemacht. Also genau auf Weisung mussten sie immer ganz genau dagegen schlagen. Das möchte ich auch nochmal sagen. Und die Stadt versucht jetzt Kosten zu reduzieren, indem sie uns dann rüberholen will. Wir haben ja diese Wohnung blockiert, dass diese Stadt diese ganzen Jahre nur gegen uns gearbeitet hat und wir jetzt nicht mehr wissen, wie wir uns wehren sollen und jetzt Schluss ist und ich mir das nicht gefallen lassen werde. Na, das ist ja wohl, das ist die Hauptsache, nichts anderes.